Grüß euch miteinander. Mein Name ist Jürg von Kennel. Ich wollte euch etwas vorlesen aus dem Prophet Habakuk, Kapitel 1, Vers 13 und 14. Dort steht: Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Der Prophet Habakuk schreibt also von der Herrlichkeit Gottes. Er erzählt von der Herrlichkeit Gottes, die am Ende der Zeit, in der Endzeit, in der heutigen Zeit, ist das, glaube ich, wo wir drin leben, bevor dem Mal Jesus bald zurückkommt. In dieser Zeit, wo auch die Bibel davon redet und uns ermutigt, dass eine Ernte wird ins Haus stehen, dass eine Erweckung wird kommen, dass ein Spätregen nochmal die Erde wird netzen. Und wir wissen auch, dass am Ende der Zeit Dunkelheit zunimmt, aber das Licht wird umso mehr hell scheinen. Und die Herrlichkeit Gottes wird mehr und mehr einbrechen in die Welt. Sie wird einbrechen, sie wird auch noch mehr in den Christen, in den Herzen, durch die Augen durch, zu den Leuten, in den Gesprächen scheinen. Und die Herrlichkeit Gottes wird so zunehmen, die wird täglich zunehmen. Und eben, im Habakuk steht, sie wird so stark zunehmen, dass sie wird die Erde füllen wie die Wasser die Meere. Und die Herrlichkeit Gottes ist ja die Omnipräsenz, die unmittelbare Gegenwart Gottes, die einbricht in die Welt. Und wenn Jesus in uns wohnt und mir Zeugnis geben, dann strahlt die Herrlichkeit Gottes ausgehend von unseren Herzen, weil Jesus dort die Wohnung genommen hat, strahlt sie hoch und sie schaut durch die Augen die Menschen an. Wir dürfen scheinen, wir dürfen voll sein von der Herrlichkeit Gottes, voll Autorität, voll Strahlkraft. Und Menschen sind berührt. Menschen auf der Straße, auf dem Fußgängerstreifen, im Bus, wenn sie unser Gespräch hören, wir dürfen wissen, dass wir Botschafter sind, die die Herrlichkeit Gottes in die Straße bringen. Die Leute warten darauf. Also ermutige ich euch und mehr, dass wir scheinen, dass wir die Herrlichkeit Gottes manchmal schon ganz bewusst in die Welt ausstrahlen. Es ist der Tag des Herrn. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Wir können ein offener Brief sein, wie es der Paulus schreibt. Und die Botschaft wird hier wird ankommen. Die Leute können die Herrlichkeit Gottes ausmachen in unseren Augen. Und sie wissen genau, von wo das sie kommt. Sie wissen, dass wenn wir sie anschauen, dass eigentlich Jesus sie anschaut, weil ja Jesus in uns lebt. Und die Leute merken das, die Leute spüren das und die Leute fühlen sich geliebt. Ich wünsche euch einen Tag in der Herrlichkeit Gottes. Shalom. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.